Also, wenn ich zu sehr hier an diesem Mikro ziehe, dann seht ihr, was passiert. Das Kabel ist wirklich kurz. Also rück ich nochmal ran, aber ich halte es heute mal in der Hand. Sieht ja auch ulkig aus, als hätte man so eine tote Katze in der Hand. Wobei ich sagen muss, meine Stimme ist noch belegt. Ich mache das unmittelbar nach dem Video, wo ich was über die Verlagsneuerscheinungen und Zenword und Ghibli erzählt habe, hier auf dem Dach, ne, von diesem Apartment-Building, wo ich lebe, wo es auch einen Pool gibt und der Regen droht. Und ich hatte das Mikro ja nur da liegen, habe es mir angehört, der Ton gefällt mir ganz gut. Ich musste ihn aber schon hochdrehen, ne, weil es sind zwar nicht viele Leute hier, wie ich das sehe, aber ich rede halt doch nicht gern zu laut. Und jetzt halte ich es mal ein bisschen näher ran. Wir gucken, ob es einen Unterschied macht. Und ich plaudere einfach nochmal, obwohl ich glaube, dass ich danach mal gefragt wurde in einem der früheren Clips und schon mal sowas in der Art gemacht habe. Aber jetzt ist es ja schon wieder so 2 Jahre her oder so, dass ich damit angefangen habe mit diesem Kanal. Und dann kann ich ja nochmal ein bisschen die Verlagsgeschichte aufrollen. Da darf man sich auch schon mal ein bisschen wiederholen. Das findet ja dann auch meistens mit anderen Worten statt. Und da war am Anfang, muss man sich vorstellen, da hatte ich eine Menge Schulden an der Backe. Dann dieser überraschende Erfolg mit diesem Hagakure gekommen. Davor hatte ich 2 Titel gemacht. Und zwar den Kodo Sawaki, den heimatlosen Kodo, jetzt heißt er ja Landstreicher Kodo. Und den hatte ich auch in der englischen Version rausgebracht, weil die Fassung nicht mehr auf dem Markt war und ich das Buch so gut fand. Und ihr müsst euch vorstellen, bei all diesen ersten Büchern in den ersten Jahren habe ich also rumgestümpert. Und wer die ganz frühe Version von Magakura hat, der weiß, dass das ist gegen alle Regeln mehrere Schrifttypen, die ich einfach passend fand, die so einen archaischen Charakter hatten, verwendet worden. Und ein Kumpel, der es auch nie gelernt hat, aber sehr intelligent ist, hat für mich Korrektur gelesen. Und dann bin ich davon überrollt worden. Die Kinos riefen an, beziehungsweise ich bin vielleicht mal in Kino gegangen auch und habe das selbst zum Rollen gebracht und habe gefragt, wollt ihr nicht, das Buch scheint gut zu laufen, auch das Buch verkaufen? Dann lagen die da an der Kasse aus und gingen weg wie geschmiert. Ne? Und dann kam der Piper Verlag und wollte eine Lizenz und meinte, können sie nicht nur eine Fortsetzung machen? Und ein paar Jahre später kam dann dieser Samurai-Film The Last Samurai mit Tom Cruise und es kamen dann noch 2 Geschichten von ihm in dieser Zeit in Umlauf, nämlich einmal soll er auf Boot im Meer jemanden, einen Ertrinkenden gerettet haben, wenn ich mich da recht entsinne. Und ich weiß gar nicht, ob es in dem Zusammenhang war oder einfach ein Interview zu diesem Last Samurai Film, wo er sagte, diese Philosophie des Bushido sei faszinierend und man könne sie heute noch anwenden. Jedenfalls hatte man so ein bisschen das Gefühl, dieser Tom Cruise hat es verinnerlicht und rettet da noch jemanden und der Mann war in aller Munde und das Bushido war in aller Munde und zack, ging auch die Übersetzung des Bushido, das damals schon rechtefrei war, ne? Nochmal ab wie geschmiert. Nicht so wie das Hagakure, aber es gab einen Nachzügler im, sag mal, im Fahrwasser dieser Samurai-Welle, die dadurch ausgelöst war. So ein Trend. Und da meinte der Bibelverlag, ja, das nehmen wir ihnen auch ab. Deswegen kann ich davon auch kein eigenes E-Book machen, denn die haben das dann selbst gemacht und ich hatte ja den Wunsch, weil ich das nicht schon erzählt habe, dass sie wegen der Konkurrenz, die es dann längst gab, na, die haben das natürlich gesehen, das ist rechtefrei, das ist in Englisch geschrieben, das können wir direkt aus dem Englischen übersetzen, müssen wir keinen Spezialübersetzer fürs Japanische bezahlen. Und dann gab es mehrere Fassungen und dann gibt es so Billigverlage, die auch so kleine Büchlein rausbringen, die sind gebunden, ne? Die stehen oft an Kassennähe und die sind sehr günstig und die gehen sehr gut, ne? Die haben das dann für sich entdeckt und dann habe ich gemeint,
Also ich hätte das zu einem konkurrenzfähigen Preis rausgebracht, schnell beim Kindle, aber das ging dann nicht, da war ich verlaglich gebunden, jetzt kriegt ihr das als teureres E-Book. Sie haben mir aber erlaubt, meine gedruckte Fassung zu behalten mit einem Preisabstand. Die ist dann natürlich schlechter gelaufen, aber damals habe ich auch das Geld gleich genommen und es war wirklich gut bezahlt dafür, dass es eine Übersetzung war, die sie auch, sage ich mal, von einem einigermaßen talentierten Studenten hätten anfertigen lassen können. Ich glaube, die Softwares, ich weiß nicht, wie weit die heute sind, scheint sich ganz schön was getan zu haben, aber ich habe, das könnt ihr mir glauben oder nicht, noch nie, auch wenn ich mal von einem Übersetzer so ein Programm bekommen habe, ich habe es bis heute nicht auf meinen Rechner getan, eine Software benutzt, um ein Buch zu übersetzen. Und es könnte sein, dass man solche Aufsätze so hinbekommt, dass man dann nur noch drüber geht, ne, und die Hälfte der Zeit spart oder so. Das weiß ich nicht, weil ich das noch nicht gemacht habe. Jedenfalls gibt es da zig Fassungen. Damit muss man natürlich rechnen, wenn man was Rechtefreies übersetzt, ne, dass dann andere draufspringen. Aber beim Hagakure habe ich schon die Creme da abgeschöpft. Da waren die anderen halt zu langsam und die englischen Fassungen waren bereits vergeben. Und zu dieser Zeit hatte ich dann auch diesen Rechtsstreit, so einen Markenrechtsstreit, da bin ich auch schon mal drauf eingegangen. Und da drohte mir, weil da eine große Summe, Oberlandesgericht, ne, es geht dann nach dem Marktwert des Produktes, dessen Namen da gestritten wird. Und das war schon recht teuer. Und ich war, es ging ja sowieso schon mit dem Arsch auf Grundeis wegen der Schulden. Dann hat mich dieses Buch quasi gerettet. Und die Lizenzen, die ich dann gerne angenommen habe, weil ich ja schnell Geld brauchte, dann hatte ich den Rechtsstreit verloren. Und es schien schon wieder vorm Offenbarungseid zu stehen. Und dann wurde ich doch diese Geschichte euch mal erzählt, Jahre nach einem Casting und kurz bevor, das hatte ich noch gelesen, die Show eingestellt wurde, zu einer der letzten Glücksrad-Sendung eingeladen und machte da den Durchmarsch. Es fehlte eigentlich nur das Geld und das lag daran, dass die beiden Frauen nicht auf mich gehört haben. Ich hatte nämlich auch analysiert die Häufigkeit der Buchstaben und wollte ein anderes Vokal als im Ernstel nehmen. Ich glaube, bin sicher, das habe ich mal erzählt. Und im Nachhinein dachte ich, ich will mich da nicht zu weit rauslehnen, aber ich habe mich gefragt, weil die das auch so weggesteckt haben, dass die da mit leeren Händen weggingen und nur noch von mir da zum Getränk eingeladen wurden oder haben wir sogar was gegessen, ich glaube nicht. Und ich habe da alles andere abgeräumt, ein Auto, das habe ich verkauft und dann damit den Rechtsstreit bezahlt und wieder in den Kopf aus der Schlinge gezogen, dass das alles wie so ein abgekartetes Spiel wirkte auf mich, wo ich eigentlich nur gewinnen konnte. Die Frauen waren zu cool und ich hin mir da in der Sendung schade, dass ich da keine Aufzeichnung mehr habe, die Bälle zuzuspielen. Mein schon länger verstorbener Onkel hatte das damals aufgezeichnet, glaube ich. Und dann ging das noch so ein paar Jahre so weiter. Ne? Waren von den ersten 7 Jahren 3 oder 4 in Minus, sah mit Geld von der Bank finanzieren, also musste das erstmal von dem Gewinn abgezogen werden, ehe von dem Rest geteilt wurde. Und dann war die Frage, ja, ist denn diese Werbeaktion überhaupt nötig? Bringt die was oder ist das auch nur rausgeworfenes Geld? Eine alte Frage, ne? Und meine Antwort übrigens, bei Massenprodukten, die einen Massenmarkt haben, da kann man die Gesellschaft schon drauf stoßen mit Werbung und was bewegen. Bei Nischenprodukten wird es schwierig, da ist die Mundpropaganda viel wichtiger oder dass mal die buddhistischen Monatsblätter oder die Lotusblätter eine Rezension machen. Aber man kann das, wenn man nicht wirbt, dann auch beobachten, ne, wie dann die Verkaufszahlen sich verändern. Und das ist auch nicht so, wie man denkt. Also bei Anzeigen und so zahlt man in meinem Bereich drauf. Das holt man nicht wieder rein. Da spricht man ja auch von so Neben- oder Langzeiteffekten. Ja, das kann man natürlich schwerer feststellen, dass der Name im Spiel bleibt, dass man Aufmerksamkeit hat, dass viel später jemand ein Buch kauft oder der kauft eins, weil er das eine hat, kauft er später noch 5, 3 Jahre später aus dem Verlag. Das mag alles sein, aber so insgesamt ist das jedes Mal eine große Frage. Lasse ich Flyer drucken, beilegen, mache ich eine Anzeige in der Zeitung und so.
diese ersten Jahre gab es dann sporadische Titel und da habe ich mich an Leute gewandt wie Arthur Braverman mit dem Suzuki Shosan, rechte freie Titel wie dieses Bushido gemacht, andere Titel aus der Samurai-Ecke. Habe vor allem das überlebt durch die Lizenzen, die ich bei Piper hatte und das Geld, das ich dafür bekam. Wie gesagt, die hätten das günstiger haben können, haben dann aber gesagt, warum, der hat bei uns ein erfolgreiches Buch, dann kaufen wir ihm das ab, geben ihm anständig Geld. Mehr als normalerweise so ein Seitenhonorar wäre. Ne? Das Bushido hat so ein Essay von 100 Seiten und da habe ich deutlich mehr bekommen. Dann ein Buch, das noch da gibt, das sie dann einfach aufrecht der Weg des Samurai genannt haben. Na gut, ihnen habe ich das durchgehen lassen, das eigentlich anders heißt, von Yakio Munenori. Da habe ich mal von erzählt, denke ich, ne? Die Anekdote, dass der Übersetzer das da auch nichts wollte, aber im Gegenzug hat er gefragt, ob ich ihm so Fahrradbänder schicken kann, mit denen er hatte als Kind Polio, ne? Und muss Krücken gehen, seine Krücken umwickelt, weil die besondere Stabilität im Griff verleihen. Da bin ich in so einen speziellen Fahrradladen gegangen. Das sind so alles ganz nette Anekdoten, aber muss sagen, hätten die Leute sich stur gestellt und so, ne, dann hätte ich jedes Mal das Problem gehabt, woher soll ich das Geld nehmen in der Zeit für diese Rechte. Auch bei Takao Moko, der offenbar nicht mehr lebt, ich kriege da keinen Kontakt mehr seit Jahren nach Japan, der mir die Rechte am Hagakure einräumte, da ging das auch so, ohne dass da groß Geld floss. Und anders wäre es nicht gegangen irgendwie. Da waren sogar noch Freunde beteiligt, die auch noch ein bisschen Geld bekommen haben, da am Anfang von, also wirklich auch einen Gewinn gemacht haben, einen kleinen Gewinn gemacht haben mit dem Buch. Und ich war als noch im Minus und 2007 habe ich dann konsequent 2006 eigentlich schon angefangen umzuschulden und geguckt, wie ihr das aus dieser Sendung kennt, das habe ich denke ich auch schon mal erwähnt, von bei RTL, ne, wie also radikal, wie das dieser Profi macht, wo kann ich sparen und dann ging das, ne, dann waren selbst von meinem damals etwa wie heute ungefähr um 1500 Euro pendelnden Monatsbudget waren dann noch 350 Euro übrig. Ein bisschen mehr hatte ich, denn dann kam diese Edition Nippon. Die Edition Nippon war übersetzt, das waren japanische Romane oder Kurzgeschichten. Die waren bereits bezahlt, die Übersetzer. Das war bereits einmal Korrektur gelesen, meistens oder zweimal, meistens aber schlecht, das mussten wir schon machen. Und weil das japanologisch zum Teil spezifische Kenntnisse der Japanologie, des Japanischen erforderte, hat es oft meine Korrekturleserin, die Japanologie studiert hatte, gemacht. Aber ansonsten waren da nicht viele Kosten, die Lizenzen waren geklärt, weiß nicht so, muss ich sogar zurückdenken. Ich hatte nämlich einmal ein Buch, wo ich sogar noch fragen wollte, das könnten wir eigentlich noch als einziges davon am Leben erhalten, weil da der Autor schon lange genug tot war, da sind die Rechte frei, müsste ich mich nur mit dem Übersetzer mal zusammensetzen. Da geht es um Natsume Soseki, ne? Hinter der Glastür. Aber die anderen Bücher, die gehören, muss ich sagen, zu denen, die am schlechtesten im Verlag gelaufen sind. Also ohne diese ganze Förderung. Da hatte man dann den Gewinn, dadurch hatte man, also A, hatte man nicht die ganzen Kosten wie sonst, ne? Übersetzer bezahlen und so weiter, dann wäre das ein Verlustgeschäft gewesen, ganz klar. Deshalb gibt es auch diese schöne Reihe nicht mehr bei Surkamp Insel, ne, mit den japanischen Autoren, wenn ich da was antiquarisch kriegen konnte, könnte das war fast alles gut. Ich hatte das auch fast alles zum Teil verschenkt. Irgendwann hatte ich auch mal per Zufall Einblick in die Verkaufszahlen von solchen Werken und gesehen, dass auch die großen Verlage Probleme haben, da, sage ich mal, eine Mindestauflage, wie man sie normal hat, von 3.000 bis 5.000 loszuwerden. Aber bei mir war das noch viel miserabler. Und warum habe ich da trotzdem Geld gewonnen? Weil die eine Summe, die ich jetzt auch nicht mehr weiß, von Büchern einem Fix abnahmen, die sie an Bibliotheken in aller Welt verteilt haben.
So haben sie die Präsenz für diese Autoren geschafft, in deutscher Übersetzung oder auch in Englisch. Das wurde ja in vielen Sprachen unterstützt, das Programm. Und durch diese fixe Abnahme der Bücher zu einem anständigen Preis, die dann verschifft wurden nach Japan, ist da ein Gewinn geblieben. Und der hat mich dann gestützt, hat mich dann etwas über diese, im Schnitt über die 15 € gebracht, diese Umschuldung auch ermöglicht. Und dann kam ja der Gedanke, als ich bei Null war 2012, das ist also gut die Hälfte der Zeit, wo es den Verlag gibt, war der quasi im Minus, weil ich im Minus war. Ne? Es ist keine GmbH und nichts. Ich stehe dafür gerade. Ja, da war ich bei Null und sagte, jetzt kann ich auch nach Thailand gehen. Das wird meinen Lebensstandard erhöhen. Bei der gleichen Summe, die mir zur Verfügung steht. Und ich kann von dort den wesentlichen Teil der Arbeit machen. Und wenn es 3,5 Jahre umgeht, bin ich schon froh. Dann habe ich mal 3,5 Jahre am Stück oder weitgehend am Stück im Ausland gelebt und eigentlich hatte ich ja Kambodscha vor und dann kam nochmal ein schlechtes oder zwei relativ schlechte Jahre nach den guten, die Umschuldung ermöglichten. Und dann kam diese indonesische Reihe. Indonesien war Gastland und man hatte nicht genug Leute, die direkt aus dem Indonesischen zumindest brauchbar übersetzen konnte und hat man da auch, zumal einer der Zuständigen selbst fleißig ins Englische übersetzt hat und da auch über die Rechte Bescheid wusste, hat man mir den Segen gegeben, da noch auf die Schnelle, also ein Buch pro Monat habe ich da übersetzt, 5 Titel rauszubringen und das wurde auch sehr gut bezahlt. Sehr gut, das Geld kam von der indonesischen Botschaft dann verspätet, aber dann ging es wieder. Ne? Und damit war es mir möglich, auf dem immer gleichen Niveau, mit dem immer gleichen kleinen Sicherheitsnetz, ne, dass meine Autoren immer ihr Geld bekommen am Ende des Jahres für die nächsten Jahre, dass die Steuer abgeführt werden kann, dass da muss man auch einmal im Quartal bei kleinen Umsätzen Umsatzsteuer abführen. Dann muss man die Einkommensteuer im Voraus bezahlen und man ein gutes Jahr hat, auch wenn das betreffende Jahr, in dem man sie bezahlt, schlecht ist, dann kriegt man es wieder. Ne? Umgekehrt ist es besser. Man hat ein schlechtes Jahr, muss keine bezahlen und dann ein gutes. Ne? Solche Sachen, die gleichen sich dann aus und das ging also jetzt die Jahre immer auf. Da ist ein bisschen was auch für gesundheitliche Notfälle, das ist nicht viel, das schrumpft natürlich, weil ich inzwischen dann eben 10 Jahre hier bin, aber da ist auch immer noch was übrig. Und da gab es also diese, sage ich mal, Glücksfälle, wie diese Edition Nippon, die philippinische, indonesische, die nur durch die Förderung Geld brachten. Die Bücher, es ist wirklich traurig, ja. Wenn ich sehe, was manchmal besprochen wird in Literatursendungen, und da könnt ihr ja einfach auch mal, wenn ihr wollt, eine Statistik machen, wer da immer dabei ist. Ne? Die großen Verlage, die machen tolle Sachen, ja, aber man bringt das da einfach nicht rein. Ich sage es nochmal. Ne? Also Hamza Tranquoti ist ein ganz toller Geschichtenerzähler, verstorben inzwischen. Glühwürmchen. Und dennoch antiquarisch kriegen. Ich würde auch gerne, vielleicht mache ich das nochmal. Die Bücher kostenlos zur Verfügung stellen, aber da weiß ich jetzt nicht, ob die Autoren diesen Sprung machen wollen. Weil dem haftet ja irgendwie sowas wie Wertlosigkeit an. Okay, wenn sie es kostenlos rausbringen und die sind in ihren Heimatländern ja zum Teil doch in der Lage davon zu leben oder auch sehr anerkannt. Ne? Aber darum geht es nicht. Wenn sie über diesen Schatten springen könnten, dann könnte ich diese Texte zumindest euch mal kostenlos anbieten zum Download und dann könnt ihr euch da selbst ein Bild von machen. Selbst, dass ich das in Indonesisch in Freundschaftsvereinen bekannt machte, hat nicht gefruchtet. Ne? Und so ähnlich ist es mit einem, wenn ich einen herausragenden von der Edition Nippon nochmal nennen darf, Yuichi Seirai. Wenn ihr ihn kriegen könnt, antiquarisch, ne? Ich habe vielleicht noch ein Buch zu Hause. Klar, er müsste auch in den Bibliotheken stehen, zum Beispiel beim Japanischen Kulturinstitut
Und ich habe ja auch meine Pflichtexemplare abgeführt an die Nationalbibliothek und an die Unibibliothek in Frankfurt. Aber wenn ihr das an die Gewahrheit kriegen könnt, Ground Zero Nagasaki, eine der besten Kurzgeschichtenbände, die ich gelesen habe in meinem Leben. Und meine Favoriten sind ja, für Leute, die das einordnen können, das ist ja auch nicht irgendwer, das sind Leute wie James Salter, Tobias Wolff, Cheever, Carver, Raymond Carver. Also da kann man mich wirklich schwer beeindrucken. Ich habe zum Beispiel von einem, der mir immer wieder in Literatursendungen und in Interviews sehr sympathisch ist, Lukas Barefuss, jetzt eine Kurzgeschichtensammlung gelesen. Malin Noir muss man das wohl sprechen. Und ich fand es ganz schön mutig, dass er zum Teil unveröffentlichte und ältere Geschichten nicht groß überarbeitet hat. Das schreibt er im Nachwort, damit man auch sehen kann, den Entwicklungsprozess, und der ist unverkennbar. Also die erste Hälfte dieses Buches ist relativ schlecht. Die Geschichten habe ich dann teilweise nur quer gelesen, die sind einfach nicht gut genug. Aber dann kommen so Sachen wie Ernesto, wo er auch aus der Ich-Perspektive schreibt oder eigene Reiseerfahrung möglicherweise zugrunde legt, die sind einfach gut. Und um einen Band zu schreiben, der so gut ist wie von vorn bis hinten, wie der von Yuichi Serai, Ground Zero Nagasaki, da muss man schon zu den Großen gehören. Und der Mann betreut eigentlich ein Museum in Japan. Ne? Und ich würde zu gerne von solchen Leuten, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, eine Autorin, die einen wahnsinnig starken, es fällt mir wieder der Titel nicht ein, Die Reise nach Anemonien oder sowas ähnliches, in einem anderen Verlag gemacht hat. Bepra, ne? Wenn ich da Titel finde von denen, die sind noch nicht übersetzt, da weiß ich, da liegt ein Schatz. Und das wäre auch was, wenn ich mal mit den von mir erträumten Lottozahlen, an die ich mich morgens noch erinnern könnte, tatsächlich absurderweise den großen Gewinn machen würde, dann würde ich einen Teil in solche Geldgräber investieren. Also diese Bücher auf Deutsch rausbringen, die einfach da sein sollten von solchen Autoren, sollte man eigentlich das andere Werk auch kennen, wenn da einzelne Werke so grandios sind. Und dafür kann man auch, wenn man zu viel Geld hat, ich kann es leider nicht, das ausgeben. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee für so für die wirklichen Geldsäcke wie Gates und so. Ne? Warum machen die das eigentlich nicht? Okay, so, das war jetzt ein kurzer Abriss. Wenn ich noch auf einzelne Titel eingehe, möchte ich eigentlich auch nochmal die zu wenige Leser haben, die ich teilweise sogar mal kostenlos zum Download angeboten habe, wie Dichter. Da muss ich wahrscheinlich es doch aus dem Zimmer machen, weil ich dann wirklich auf den Bildschirm gucken muss. Und wer es noch nicht gemacht hat, da gibt es auch für ein paar Cent Santoka, Daniela Santoka und Osei zu entdecken als Kindle E-Book. Mönche, die teilweise ein ziemlich schwieriges Leben hatten, Wanderleben oder auch dem Alkohol zusprachen, und die auf ganz unterschiedliche Weise übersetzt wurden. Also in Anlehnung an die Haiku-Form oder ebenso in einer Zeile, wie es der Japaner in der Vorlage gemacht hat, ins Englische. Gedichte, die vom Zen inspiriert sind und die in der Reihe, ich habe sie mal Zen-Gedichte genannt, mit den Sancho Doe von Dogen erschienen sind. Aber ich rede jetzt, wie gesagt, sehr lange über Projekte, da könnt ihr euch das schon ausmalen, die vielleicht zwei Drittel meines Programms ausmachen, wenn sie nicht eh schon unter Free Downloads jetzt auf der Verlagswebseite stehen, wie das Shirmala Sutra und so. Nur noch pro forma zu so einem symbolischen Preis von 99 Cent bei Amazon downzuladen sind, die ihr nicht mal bezahlen müsst, wenn ihr nicht wollt. Wenn man die noch dazu nimmt, dann ist ein großer Teil des Programms finanziell überhaupt nicht relevant gewesen, ne? Und man spricht dann vom Querfinanzieren. Man muss natürlich eigentlich
nicht Tote querfinanzieren, man könnte die auch ignorieren. Ne? Aber das war eben der Sinn des Verlags, da auch so viele Klassiker rauszubringen und das dann nebenbei so eine belletristische Sektion entstand, die jetzt quasi wieder weggefegt ist, weil die Lizenzen ausgelaufen sind. Das lag an den Förderungen. Aber die stammen natürlich alle aus dem asiatischen Raum. Insofern bin ich nach wie vor interessiert. Ich würde das auch mit Thailand machen, mit Myanmar, mit Kambodscha und so weiter, ne? Weil ich dazu einen Bezug habe über das Sandy hinaus. Aber es ist schade, wenn die ganz verschwinden. Und es wäre schön, wenn die Autoren einfach einsehen würden, auch Takeshi Kitano und so, dass das läuft hier nicht. Und da ist für mich auch kein Geld mitzumachen. Ich werde hier nicht angelogen und niemand anderes verdient da noch dran. Und wenn die Übersetzerin zum Beispiel auch von Kitano einverstanden wäre, das werde ich irgendwann, denke ich mal, machen, da rein, um die alle abzuklappern, dass man die Texte am Leben erhält. Denn teilweise sind sie dann nicht mehr antiquarisch zu kriegen. Und wenn, dann denkt einer, ich habe das einzige Exemplar hier, da verlange ich ein Heidengeld, dann wird es wieder nichts. Es ist zu schade, ja, dass das nicht noch mehr kostenlos sein kann. Ne? Aber auch ich kann das nicht machen. Ich muss natürlich auch von den gut laufenden Titeln leben. Und die Arbeit, die ganze Arbeit, die da drin steckt, zum Teil Vollzeitarbeit, die rechtfertigt das auf jeden Fall. Also wenn ich sage, ich habe damals von 1500 Euro gelebt, da habe ich aber eigentlich für 3000 Euro gearbeitet. Und wenn man dann noch das mit der Zeit verrechnet, die ich davor arbeitslos war und Stütze bekam und nicht so viel gemacht habe, da liefen aber auch Projekte, ne? So eine Gewinnspielsammlung lief zum Beispiel, eine Kinokritikseite, wo ich vielleicht mehr bekommen habe, als mir von meinem Einsatz her zustand, ist schwer zu sagen, weil ich da auch Dinge bewusst gemacht habe, die kein Geld bringen mussten. Aber beschäftigt habe ich mich da auch jahrelang. Dann geht das vielleicht in etwa auf. Ne? Oder jetzt, wo ich etwas kürzer trete oder auch mal Zeit für Clips mir nehme, die ich sonst in Übersetzung gesteckt hätte. Da ist das okay, aber es gab Zeiten, wo ich auch sogar mehr als 40 Stunden mit diesen Dingen beschäftigt war. Und da habe ich dann gelebt von dem Geld, das zum Beispiel für jahrelang das im Wesentlichen von diesen Samurai-Titeln wie den Hagakure reinkam. Bis die Sabaki-Bücher kamen, von Muho übersetzt zum Teil von mir. Uchiyama-Bücher, die sind auch noch ganz gut davon gekommen. Das war aber erst dann in der zweiten Hälfte der 2000er, der erste Dekade. Ne? Und da macht man also ein Buch nach dem anderen und lebt von einem ganz anderen. Das ist ein bisschen absurd. Und insofern, wenn man dann, wie ich jetzt gerade, so ein bisschen der Bilanz zieht oder vorläufige Bilanz, dann muss man sich auch eingestehen, ich mache das ja bei meinen eigenen Titeln auch. Ne? Ihr habt vielleicht gesehen, dass sowas wie der Kommissar Papero, auch wenn das noch Stückwerk ist, aber auch eine ganz gut gelungene Kurzgeschichte wie Zack Zack, dass ich die mal tagelang wieder umsonst zum Download gab. Und ich habe mir auch angeschaut, wer es runterlud oder wie viele. Mehr weiß ich nicht, aber bei dem Bilderbuch zum Beispiel, das überhaupt nicht lief, da gab es dann wenigstens mal so 40 Downloads. Also dass das auch mal jemand wahrnimmt, da steckt auch Arbeit drin und es ist kein Cent bei umgesprungen. Ich habe sogar noch draufgezahlt, weil wir ja zig Exemplare an die Jury des Kinderbuchpreises geschickt haben, weiß ich nicht, wo die gelandet sind. Ich kann nur hoffen, dass der Druck okay war und dass es nicht am verschmierten Druck lag, dass wir da auch nicht weit gekommen sind. Das gibt es auch in den Büchern, bei denen ich sogar draufgezahlt habe. Die Kitano-Bücher zum Beispiel, da habe ich die Übersetzerin bezahlt. Aber das, da würde ich jetzt auch sagen, ja okay, dann lasst es uns doch wenigstens, nachdem die Lizenzdauer ausgereizt wurde, kostenlos lesen. Aber so weit sind wir noch nicht. Und es ist nicht dasselbe wie die Einstellung der Piraten, die ich mal auf einer
Buchmesse traf an dem Stand. Habe ich auch alles mal gemacht, aber in dem Fall war es, glaube ich, der Stand, den mir jemand von der DBU, also so eine Ecke am DBU-Stand mit besorgt hat, freundlicherweise. Und da kamen dann Leute an, die er kannte, weil er auch mit der Piratenpartei zu tun hatte. Und die sagten dann, ja, das kommt sowieso so weit, da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Aber die Einstellung, dass man da nur schmarotzt, ist eine andere, als es zu versuchen, ne? Und auch was zu riskieren von seinem eigenen Geld und im Grunde ja in letzter Konsequenz ein Teil seiner Existenz. Wenn man das nicht hinter einer GmbH und so weiter absichert. Und wenn das nicht geklappt hat, aber zu sagen, okay, dann könnt ihr das haben. Dann, wenn es euch das nicht wert ist, dann bitte, aber dann schaut es euch doch wenigstens mal an. Denn das ist ja das Ansinnen. Man macht das ja gar nicht oder nicht nur, um davon zu leben, sondern auch, weil man denkt, hey, der Kitano ist doch witzig. Lest euch den nochmal durch. Diese Bücher waren jetzt keine Offenbarungen unterm Strich, das konnte ich natürlich nicht wissen, nachdem ich auszugsweise Übersetzungen hatte. Aber die sind was für Fans. Aber beide in dieser Edition Nippon, in der indonesischen Reihe, jetzt habe ich es zum x-ten Mal falsch gesagt, gibt es einige wirklich gute Autoren zu entdecken. So, das sagt mal, was ihr von der Idee haltet. Vielleicht sind von euch ja auch einige mal kreativ tätig gewesen und haben gemerkt, es hat eben doch nicht geklappt, da was rauszuholen. Und deshalb muss ich das jetzt nicht irgendwie in der Mottenkammer verderben lassen. Ne? Okay.